Willkommen zusammen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Nordrhein TV Play. Es gibt mal wieder ein paar Updates, die ich einfach mal heute gebündelt in einem Video hier aus Düsseldorf mal mit euch teilen wollte. Und los geht's mit einer Sache, die jetzt direkt ansteht nach dem Pfingstwochenende. Am Dienstag nach dem Pfingstwochenende, also morgen, bin ich nämlich in Bottrop, glaube ich. Da ist von der OmsiMap Projekt Gladbeck ist so ein kleines Treffen. Da werde ich abends dann auch dazu kommen. Ich glaube um 18 Uhr oder 18.30 Uhr beginnt das dann. Da werde ich abends noch da zum Essen oder was das da genau ist kommen. Und das wäre jetzt so eine Chance, wo wir uns vielleicht nochmal begegnen können. Also wenn ihr Lust habt, wenn ihr da in der Nähe wohnt, dann könnt ihr auch gern kommen. Schreibt vielleicht dem Entwickler nochmal eine kurze Mail oder schreibt mir eine Mail, dann leite ich die weiter, dass ihr kommen wollt, dass dann auch entsprechend genügend Plätze da reserviert sind. Genau, und dann ist das vielleicht eine ganz nette Sache, um sich nochmal zu treffen. Andere Möglichkeit, sich zu treffen, wäre dann auf der FarmCon. Die steht jetzt bald an. Ich glaube, es ist der 24. Juni, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls das Wochenende findet ihr auch alles auf der Website, die ich euch nochmal unten verlinken werde. Auch da werde ich auf jeden Fall anwesend sein. Ist in Paderborn, vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Würde mich freuen, wenn wir uns da treffen würden. Und wird, denke ich, auch ein ganz nettes Event, gerade für die unter euch, die vielleicht den Landwirtschaftssimulator ganz cool finden und den auch ganz gern spielen und da vielleicht auch ein paar neue Informationen haben oder zum Beispiel auch an Modding interessiert sind oder andere Sachen, die da mit zu tun haben. Also da bin ich auch vor Ort und das fände ich eine coole Sache, wenn wir uns da treffen würden. Und das Dritte, was ich auch noch ansprechen wollte, ist dann die Gamescom. Da wollte ich euch nämlich fragen, wann seid ihr eigentlich auf der Gamescom? Ich weiß, dass viele von euch da sein werden dieses Jahr und wollte mich dann so ein bisschen nach euch richten. Ich habe mal so den Samstag angepeilt, aber wenn jetzt alle schreien, ach, ich bin aber gerade am Samstag gar nicht da, sondern nur am Freitag, dann wäre das natürlich ärgerlich. Deswegen wollte ich mich ein bisschen nach euch richten. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das aussieht, wann ihr vor Ort seid. Und dann werde ich da so ein bisschen die Pläne anpassen. Der Zengis wird, denke ich, auch da sein. Genau. Und das sind so die Pläne oder die Sachen, die jetzt so anstehen, die ich einfach mal in diesem Video verpackt als kurzes Update bringen wollte. Ihr wisst, ich mache das nicht so oft, aber heute mal. Und bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir gerne, wenn ihr an einem dieser Events teilnehmt. Ob ich dann danach in Koblenz bin, da ist ja irgendwie dieser Tag der offenen Tür, glaube ich. Oder das ist so eine Veranstaltung, wo dann auch Lotus vorgestellt wird. Das weiß ich noch nicht genau. Das werde ich euch dann nochmal mitteilen. Aber die Dinge stehen auf jeden Fall fest. An denen werde ich auf jeden Fall teilnehmen. Und ich denke, das ist eine ganz nette Sache, um sich mal zu treffen, um mal ein paar Sachen zu bequatschen oder so. Oder genau, es gibt ja einige Fragen, die ich vielleicht in den Kommentaren noch nicht beantwortet habe oder so. Das wäre dann so eine Gelegenheit, die irgendwie mal ganz direkt zu beantworten. Genau, und ansonsten war es das an der Stelle schon. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, es war informativ, ist jetzt nichts Spektakuläres und hoffe, dass ihr dann auch in den nächsten regulären Videos wieder mit zuschaut. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!